wenn ein böser Dämon mit Ektoplasma spritzt und der nackte Poltergeist von Oma in deinem Keller sitzt, ja, dann schnapp dir schnell dein Telefon, denn noch ist nicht zu spät. Denn Geisterjäger, Kies und Kreis, die wissen, wie das geht. Den Todesstrahl aufs Genital, ja, dann ist das Ding im Sack. Doch kreuze nie die Strahlen, weil sonst dein Hoden platzt. Es ist so bescheuert. Die folgende Sendung Geisterjäger wird Ihnen präsentiert vom katholischen Dauerlutscher mit Sauerkirsch- und Käsegeschmack. Mmh, wow, dir schmeckt aber sauer nach Kirsch. Und, komisch, mein Zäpfchen schmeckt Käse raus. Mmh, ist das merkwürdig, riecht ein bisschen auch wie Vater Johnson. Dazu sage ich nichts. Vater Johnson? Ich sag dazu nichts. Ich breche das jetzt ab. Was ist denn das? Was soll das sein? Ein Lutscher, der nach Sauerkirsch schmeckt und dann am Gaumen irgendwie nach Käse? Was? Keine Ahnung. Was hast du da wieder zusammengerührt? Ich habe gar nichts gerührt. Besteht aus den feinsten Zutaten der Kreis Industry Chemikalfabrik. Hä? Gibt's überhaupt nicht? Natürlich gibt's die. Die steht hier angeblich in Bayern. In Bayern? Ja. Als würde jemand eine Chemiefabrik in Bayern, was die teuer natürlich. Das wäre. Ja, natürlich. Irgendwo Underground Evil Lab. Underground Evil Lab Dr. Onkel Kreis. Oh Gott. Garcia, Sandra Garcia. Sandra Garcia. Also ich weiß ja nicht. Und immer werde ich damit reingezogen. Leute, er bedroht meine Familie. Er hat was vor mit meiner Familie, hat er gesagt. Wenn ich nicht spur, dann liebst du deine Mutter. Ja klar, liebe ich meine Mutter. Ja dann, na, lies mal lieber den Zettel davor. Gibt's denn nicht irgendwie so ein Lied? Liebst du deine Mutter oder so? Liebst du deinen Vater? Oh, hier hatte ich gerade 12 Grad. Dann liest den Zettel von Onkel Kreis. Dann liest du nicht den Zettel, dann passiert denen übler Scheiß. Ja, das sag ich doch. Hier irgendwo. Gib uns ein Zeichen. Sprich zu uns, Geist. Ist der mehr so Flur oder? Also ich hatte gerade im Badezimmer kurz 12 Grad. Aber hier habe ich einen Dreier-Dip. Gib uns ein Zeichen. Stell die Kamera direkt mal dahin. Oh, was war das? Irgendwas hat er umgestoßen, aber so mit Hass. Ich glaube, die Bibel hier drüben hat er mir vor die Füße geworfen. Bibelhass? Dieser Geist hat Bibelhass. Sandra Garcia. Hola, Frau Garcia. Hola, Garcia. Möchten Sie einen Sauerkirsch-Käse-Dauerlutscher? Würdest du so ein Ding lutschen? Ja, ne? So Sauerkirsch mit Käse, mit Camembert am Gaumen? Ja, nee, das nicht unbedingt, aber... Aber Sauerkirsch findest du geil, ne? Sauerkirsch ist cool, ja. Sauerkirschen. Saure Kirschen. Schau mal, saure Kirschen. Ich stalk du den Geist jetzt. Reinigen Sie den Bereich. Kruzifix und Wasser. Mach mich. Wo bist du? Sprich zu mir. Was willst du? Schmerzen. Stehst du auf SM? Gib uns ein Zeichen. Ich reinige mal Badezimmer jetzt und dann schauen wir. Aber ich glaube, der ist eher hier im Flur, weil hier hat das Bild eben gerade geflippt. Ja gut, aber hier... Wo bist du? Hinter mir, er ist hinter mir, siehst du? Guck mal, ich habe schon... Science. Wissenschaften. Geisterwissenschaften. So, Geisterboombox und Atem. Und wenn man jetzt noch ins Buch schreibt, haben wir einen waschechten Dämon. Sandra Garcia, bist du ein Dämon? Also guck mal, ich habe nur im Badezimmer gereinigt und da haben die Räucherstäbchen geholfen. Sandra Garcia, bist du ein Dämon? Wo bist du? Hier. Genau hier. Schreib in das Buch. Geisterbox und Atem. Sandra Garcia, schreib in das Buch, Buch, Buch. Das Buch, Buch, Buch. In das Bubu-Launebär-Buch. Kleine Timmy, Schreibe mit dem Spezial-Zaubertintenfüller rein, den man nur sieht, wenn Kreis auf die Seiten uriniert. Wow, Kreis hat auf das Buch gepinkelt und jetzt kann ich es lesen. Wow. Da war ein Wow in der Ferne. Wow. Ah, Leute. Kreis hat neues Spielzeug. Geil. Geil! Wow.
So. Ey, du hast hier draußen schon Atemmund. Ja, ja, klar, der Geist breitet sich aus. Der Schwellkörper dehnt sich aus. Sandra Garcia. Sandra Garcia. Schreib in das Buch, Garcia. Hast du es im Badezimmer gelegt? Nee, Flur. Aber ich leg's mal ins Badezimmer rein. Also wie gesagt, schreib in das Mormonenbuch. Der Räucherdings im Badezimmer, der hat auf jeden Fall seinen Spaß gehabt. Sandra Garcia. Sandra Garcia. Gib uns ein Zeichen. Schreib in das Buch. Sie hat ins Buch geschrieben. Echt? Ja. Das ging aber schnell jetzt. Dämon oder was? Sie hat geschrieben, der Lutscher schmeckt nach Ritze. Käseritze. Käseritze. So eine leckere Käseritze. Sei meine Käseritze. Das ist ein Dämon, habe ich doch gesagt. Ich habe sofort gemerkt, das ist ein Dämon. Da ist wieder dieser Dämon-Geruch gewesen. Da war wieder so ein bisschen Dämon in der Nase. Ein bisschen unangenehm, aber okay. Ich hatte so einen leichten Dämon-Mund. Dämon-Munde. Ich hatte so einen angeschwollenen Dämonen-Mund. Na los, komm rein, wir fahren los. Hier geht's weiter. Wir haben noch ein paar Anrufe auf der Line. Janine. Die sagt immer, hey Jungs, wir haben so viel zu tun. Gib da mal Gas, du. Die sagt immer, Wow. Das sagt sie wirklich. Das sagt sie wirklich. $60 Dämon, Alter. Alter, nur so ein 60-Dollar-Dämon? Aber schon ein bisschen billig, ey. Aber es geht ins Bleasdale Farmhouse. Das ist doch schön, wenn es da gebleast. Da kannst du schön auf die Knie gehen und Gott anbleasen. Bleasen, ey. Ich hab Jesus gebleast. Mein Vater war da. Ich habe alle gesehen. Opa. Ich bin auf die Knie gegangen und hab unseren Erlöser gebleast. Opa hat gebleast. So, alles schön reinschieben. Dann mach ich hier den Kofferraum aber richtig doll voll. Die Leute, die das jetzt noch gucken, die müssen doch auch... Also es gibt ja Menschen, die gucken das regelmäßig zum Einschlafen. Das ist so ihr Ritual. Ja? Nee, es kommt abends keine zum Einschlafen. Ich doch zum Einschlafen. Abends gucke ich schön Geister jagen. Da denke ich mir doch auch, ey, da musst du doch wirklich... Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich muss doch irgendwie deine Seele zerstören, so. Ja. Also so jemand kann doch nicht mehr normal sein. John Martinez, heute haben wir irgendwie Latino-Tag. Das ist der große Geister-Latino-Tag. Komm zum Geister-Latino-Tag und kriegt einen 12er-Nuggets gratis. Würde ich sofort kommen. Waffeln und Hühnchen. Auf Mama, Black wir waren Friday. Beim Geister-Latino-Tag. Ich hab Jose gesehen. Ich hab Jose gesehen. Den sparsamen Geist. Jose, den sparsamen Geist. Der hatte keinen Zitronenreiniger mehr. Aber ich hab getauscht gegen Nuggets. Hast du Zitronenreiniger? Oh, da ging direkt ein Radio an. Direkt Radio Gugu. Welle 3. Radio Citrus. Welle. Ist doch da hinten irgendwo, ne? Oder das ist über uns. Ich glaube, das ist so ein Above-Radio. Ja, das ist so ein über uns Radio. Kein Klo-Radio? Nee, die haben nicht so ein Duschradio. Duschradio? Ein Klo-Radio, bei jeder Spülung wechselt das den Sender. Radio 1, 2, 3. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Ho, 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 Freunde, es ist wieder Weihnachtszeit bei Radio 26, 9, 3. Geil. Ist es das Radio hier? Nee. Hä? Oh, oben auf dem Dachboden bestimmt. Oh nein, ist es ein Dachboden-Ghost? Ein Geisterboden? Wo bist du? Oh, Alter. Ah, was war anders? Oh, ich weiß nicht. Er hat gesagt, verstellt mir nicht den Sender. Ich habe ewig gebraucht, den reinzubekommen. Klingt aber echt scheiße. Wo ist denn das Radio? Hier, ich glaube, das ist das hier. Dachbodengeister sind immer besonders aggressiv. Ja, das stimmt. Und was willst du? Willst du Lugli? Leute haben auch schon herausgefunden, dass wir nachts Geisterjäger sind und Häuser anzünden, die wir dann tagsüber löschen als Feuerwehrleute. Make money. Ja, so macht man das, klar.
Das ist intelligent. Also da oben, das heißt, irgendwo hier ist 4 Grad, Junge, da oben. Ich habe direkt in sein Antlitz gestarrt. Ich habe ihn auch gesehen, das war so ein übergewichtiger Hausmeister, ne? Sumo-Geist. Ein Sumo-Geist. Wahrscheinlich ein Yodai-Sumo-Geist. Die einzigen Geisterjäger mit Lizenz für die einzige private Feuerwehr mit Lizenz. Ja, ne, also Feuergeist nennen wir. Das ist wie so eine Band. Das klingt wie so eine Mittelalter-Metal-Band. Feuergeist. 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 Radio 96.4. Okay, ich kann nicht mehr, ey, Mann. Ich muss irgendwas Doofes machen. Aber wo oben kannst du keine Fingerabdrücke finden? Doch, klar. Auf dem Dachboden? Wo ja, natürlich, denn? Da gibt's so, nee, Finger nicht, aber Penis. Schlauchspuren, na klar, so Schlauchschleifspuren. Schlauchschleifspuren? Schlauchschleifspuren, kennst du nicht? Kennst du nicht die Schlauchschleifspuren? Ah, jo, hätte ich Schlauchschleifspuren. Wo bist du? Ich bring mal hier einen Brenner mit. Ich hab Buch und Sprech. Ich habe einen merkwürdigen Daumen. Wo bist du? Feuergeist. Bist du hier? Ich weiß schon, warum die das im Radio so gerne okay, gemacht haben. Okay, ich habe hier so einen Gefriermund. Frostmund auf dem Dachboden. Wo bist du? Was willst du? Wurdest du ermordet? Bist du ein Kind? Bist du ein Kind? Bist also, du erwachsen? Ich räuche mal hier. Hast du eine Beule? Nee, er redet nicht. Echt nicht? Gib uns ein Zeichen. Er soll nochmal ein Zeichen geben. Mach nochmal ein Zeichen, voila. Hier. Hier, in der hier. Eck? Soll ich mal meine Cam drehen? In dat Eck. Hier war er eben. Ich hab Steps gehört. Er hat farblos noch umgestoßen. Bist du süchtig nach Farbverdünner? Schnüffelst du Kleber? Ich kann jetzt voll deine Stimme missbrauchen eigentlich immer. Na, irgendwann brauchst du mich nicht mehr, dann kannst du das ganze Geld für dich behalten. Dann gibst du noch mich als Soundboard. Ja, das Kiescher Soundboard. Sag nochmal, wo bist du? Wo bist du? Oh, geht nicht, warum nicht? Na, nochmal? Siehste? Wo bist du? Ich kann auf dem Knopf nichts speichern. Na, haha. Das Original kann man nämlich einfangen. Warum ist immer dieses komische... So. Das Original kannst du nicht bändigen. Hast du jetzt noch eine Kamera da oben hingestellt? Nee. Ich hatte gedacht, ob ich die vielleicht drehen soll, weil der ja auf der anderen Seite mal kurz war. Also ich habe richtig dick Frost. Also Räucherstäbchen hat auf jeden Fall auch funktioniert. Ich bin da oben ist da bisschen oben. Ist da bestimmt hinter diesen Wänden, wo man sich da umziehen kann, weißt du? Na, wahrscheinlich. Ist an der Scham gestorben. Dachgeister sind immer komplex, die kriegst du nicht so einfach raus. Nee, Dachgeister, die sind scheiße. Die sind tricky-dicky. Mag ich nicht so gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Bodengeist ist immer very dangerous. So, Captain Dödelmund. Aber ist das Spiel irgendwie 26 nach diesen Patches dunkler geworden oder so? Kann das sein? Nee. Ich habe immer das Gefühl, es ist irgendwie dunkler geworden. Oder wir haben nur den Mund. Oder mein alter Monitor war so hell eingestellt. Dass ja, wir haben nur Mund. Wir haben nur Mund, du. Ich nehme erstmal ein paar Pillen im Mund. Ja, ich bin auch total runtergemundet. Und schauen wir mal hier. Ich habe eine Kamera dabei. Frosty. Hier mal einen Bewegungssensor mit. Oder wohl, ich nehme ein Fotoapparillo mit. Scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Wir waren vorhin okay, zu zweit. Okay, dann gehe ich nochmal rein und versuche mit ihm zu talken. Dann gehen wir rein und to talk. To talk. Go to talk. Was ist das denn hier? Let's go to talk. Hier klebt irgendwie eine Flüssigkeit auf diesem Radio. Was ist das? Ach, das ist eine Kerze, die da reingeklippt ist. Sieht aus, als hätte einer drauf
gesagt. Alter, das Radio da oben läuft schon wieder. Ich sag ja, der ist aggro. Das ist irgend so ein Radio-Ghost, der verlorene Radio-DJ. Feuergeist! Entschuldigung, aber ich kann nicht anders. Okay, warte, ich versuche es gleich zu ihm zu talken. Willkommen in meinem Schlafzimmer. Bist du hier? Was willst du? Irgendwo muss er so sein. Wo bist du? Bist du ein Kind? Bist du ein Kind? Brauchst du Hilfe? Wie heißt der Mann nochmal? John Martinez. John Martinez. John Martinez. Keine Aktivität. John Martinez. Na, ich sehe nur deinen Dampfmund. John Martinez. Jetzt hat er einen Einser. John Martinez. Gib uns ein Zeichen. Ey, Dachbodengeister sind so kacke. John Martinez. Alle hassen Dachbodengeister. Jetzt schreiben wieder alle, nö, sind die besten. Sind die besten, ist die beste Walla. Karte. Am besten werden da ein Geist in dem Dachboden von dem Gefängnis. Gib uns ein Zeichen. Er hat schon wieder Strom ausgemacht. Boy. John Martinez. Wo bist du, John? Gar nichts. Ich habe keinen Wert, nichts. Macht ihr irgendwas gerade? Hier oben gibt es auch keine Lichtschalter, ne? Ne, der macht doch nichts. Der ist faul. Vielleicht hat ihn das Räuchern ein bisschen ausgebremst. Eben gerade habe ich was gehört aus der Ecke. Wer mag denn Räuchern nicht? John Martinez. Juraj. Bist du ein Juraj? Wir haben keinen Orb und kein Buch, ne? Oder steht was im Buch? Nee. Das Buch ist komplett clean. Vielleicht brauchen wir noch ein anderes Buch. Oder mal, wo hast du es hingelegt, das Buch? Ich John Martinez. Zeige dich. Was willst du? Gib uns ein Zeichen. Alter, der Geist macht gar nichts im Moment. Ist er gar nicht mehr hier? John Martinez. Nee, ich hab hier nichts, wirklich nichts. Das ist Dachboden, typischer Dachbodengeist. Da kannst du nichts machen. Nee, der wird. Da werden wir uns jetzt wieder die Zähne ausbeißen. Hast du das Licht angemacht? Ja, mal in der Hoffnung, dass es vielleicht unten ausmacht. Ach so, okay. John Martinez. Er huntet. Oh. Na toll. Oh Mann. Vorbei. Ist wieder hochgegangen. Der Licht ausgemacht? Puh, keine Ahnung. Ja, hat er. War direkt hier unter der Treppe im Zimmer. Das Buch hat aber nichts geschrieben. Gar nichts. War auch noch ein Buch. Vielleicht kam er hier aus einer anderen Ecke. Ist halt echt nicht gesehen.
Mann, das ist doch wieder ätzend, wie ich diesen dämlichen Dachboden hasse. Du weißt schon, dass die Leute alle sagen werden, beste Dachboden Boden ist der beste. Hatten wir nicht noch eine Lampe hier drin? Bodenahnung. Eine Fingerlampe? Ja. Weiß ich nicht, du hattest die. John Martinez. Nee. Wir haben nichts außer diesen dämlichen Blämont. John Martinez. Jetzt hat er einmal gejagt und dann, oh ja, war's. Party ist vorbei. Ich nix machen. Party, Party. Ich nicht mögen Party. Ich bin, Boah, ich bin bei null. Junge. Ich bin bei Geisteszustand null, ja. Nach Pillen 39. Ich kann da gar nicht mehr rein. Ohne tot gehuntet zu werden. Hey, das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier wieder. Spiel. Spuil. Spuil. Spuimund. Ich geh nochmal rein, platziere Kameras, aber es kann halt alles sein. Gefriermund ist halt... Es kann alles sein. Ja, Achtung, seine Aktivität ist gerade hoch. Warum liegt jetzt hier unten ein Knicklicht? Weil ich das da hingeschmissen hab. Soll ich mal unten eine Kamera aufstellen? Da hoffen, dass wir vielleicht erhuntet. Also von da kommt er schon mal nicht, oder? Keine Ahnung, von wo er kommt. Ist er runtergegangen? Ich weiß nicht. Nee, er läuft hier oben rum. Jetzt steht er direkt in der Kamera. Ich weiß es nicht. Ich bin unten. Jetzt geht er die Treppe runter. Oh, wir kriegen den nicht. Wir kriegen er den kam nicht. Von da hinten, wo die Schaufensterpuppe kam. Er huntet noch. Na gut, dann entweder jagen und sagen, Jodai. Raten, nicht jagen, raten. Ich würde eventuell auf Nurai tippen. Und ansonsten weiß ich es auch nicht so genau. Alter, ich habe eben schon Herzschlag gehört. Der hat mich beinahe gelaxt. Ja, ja. Der will uns, Junge. Der will mich uns. Laxen. Hier da unten noch ein Hühnerknuppel. Knuppel habe ich fotografiert. Ich nehme nochmal Pillen, gehe nochmal rein. Echt? Okay. Und check nochmal die Bücher. Vielleicht haben wir ja wirklich jetzt was in den Books. In den Babadux. Habe ich den Knuppel mitgenommen? Guck mal, er kam von der Seite, wo die Schaufensterpuppe ist. Okay, ich guck, ob wir da eine Kamera oder ist da oben alles ausgeleuchtet? Also die Kameramäßig. Ja, ja, eigentlich schon. Also wenn du hochkommst, nach links quasi. Von da aus kam er gerade. Hinten aus der Ecke irgendwo. Sah zumindest so aus. Ich weiß halt nicht, ob er vielleicht auch rumgegangen ist. Okay, hier habe ich ja schon Atem. Ich mach mal hier noch eine Kamera hin. Jetzt hat er hier Licht angemacht sogar. Oben? Ne, hier unten. Ich weiß nicht mal, wo man das anmacht. Flur. Auf dem Dachboden ist auch Licht an. Er kam Buch quasi sauber. Und irgendwo da sah es aus, als wäre er gekommen. Beide Bücher sauber. Oh, das ist doch kacke. Wahrscheinlich wieder eine verbuggte Bubble irgendwo. Ich habe jetzt unten an der Treppe was. Siehst du da irgendwas? Nee, ist auch zu hell. Das ist so ätzend. Ich sehe halt auch nur so ein Stück Treppe. Ne? Ja, warte, warte, warte. Hey, hat hier das Licht angemacht? Siehst du irgendwas? Nee. Ich sag mal, ich sehe halt nur die unteren Stufen jetzt von der in der Kamera. Warte mal, ich platziere die Kamera mal hier, dann siehst du ja den Flur. Weil hier habe ich auch schon Gefriermund.
Die Treppe ist auch vom Mund betroffen. Gib uns ein Zeichen. John Martinez. Wo bist du? Ich stehe da. Ne, ich sehe aber nichts. Bist du hier? Dicker Martinez. Ey, warum kriegen wir wieder einen Dachbodengeist heute? Bist du hier? Wo bist du? Nichts. Ich habe keine Werte. Nichts. Kannst du mich hören? Wo bist du? Wo bist du? John Martinez. Gib uns ein Zeichen. Nee, der redet nicht. Ich habe keinen EMF. Nee, nee. Ich habe keine Fingerabdrücke. Ich habe gar nichts. Kein Buch. Hässlern Dachbodengeist ist das. Eben habe ich kurz gehört. Oh, das war ein Knarzen. Ich habe ihn aber nicht auf der Kamera gesehen. Toll, ich kann den EMFler nicht mehr aufheben. Der ist irgendwie verglitscht. Nee, man sieht direkt deinen Atem. Keine Ahnung. Sag, es ist ein Oni. Er kommt. Da, wo ist er? Er kommt direkt da wieder von der Schaufensterpuppe. Jetzt geht er die Treppe runter. Ja, ich sehe ihn auch. Ich renn. Ich weiß nicht, ob ich ihn fotografiert habe. Keine Ahnung. Er geht wieder hoch. Er geht kurz zum Radio. Ich glaube, er hat einen Knüppel geholt. Jetzt geht er wieder runter. Er geht wieder runter. Oh, ich habe meinen Knüppel vergessen. Nochmal schnell nach oben. Verdammt, im Tod musste ich so viel laufen. Also für mich sieht er aus wie Bruder von Jurek. Er huntet noch hart. Wow! Oh mein Gott, der war eben gerade quasi direkt vor mir. Dann hat er aufgehört zu hunten. Nee, du. Nee. Keine Ahnung, was das ist. Das Foto hat ja auch nichts gebracht. War das ein Geisterfoto überhaupt? Weiß ich gar nicht. Nö. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, was es ist. Ich sag Juraj. Ja, wir machen mal Juraj. Kleine Raterunde. Du kannst doch was anderes nehmen, wenn du einen anderen Verdacht hast. Nö, ich habe überhaupt gar keinen Verdacht. Ich checke auf Juraj. Ich bin halt schon wieder bei Null. Wie krass ich schon wieder bei Null bin. Wer saugt denn so hart? Juraj ist saugen hart. Gut. Ich habe auch Juraj. Dann fahren wir mal los, komm, schauen wir mal. Was bringt der Tag? Es ist echt ätzend, also wirklich, so ein Dachbodengeist ist immer die härteste Nummer. Ja, Dachbodengeist ist komisch, keine Ahnung, was daran so, warum das so krass ist. Ich weiß es auch nicht, Dachbodengeister sind eine Benji. Benji, aber trotzdem, 135. Trotzdem $135. What the hell? Alter. Okay, krass. Ich schau mal, was Janine noch so für uns hat. Hat die noch? Ja, sie hat halt eine fortgeschrittene Tangle. Ja. Ist das unter unserem Niveau, oder? Ja, gut. Mach mal eine fortgeschrittene Tangle. Boah, das wird easy jetzt. Und da gehst du rein und sagst, bululul, und der Geist sagt, ja, hier sind meine Personaldaten. So. Ja, bitte, meine alte Kreditkarte liegt da vorne. Ey, sag mal, du machst immer alles voll, ne? Ich kann hier schon gar nicht mehr... Aber ich halt gönne. Tut mir leid, aber ich gönne. Ich gönne der Crew. Klick ich daneben, oder was, ey? Nee, ich gönne einfach. So bin ich eben. Gönjamin. Eigentlich müssten wir mal einfach so, keine Ahnung, einfach weniger Sachen mitnehmen. Naja, aber ich meine, sowas wie ein Bewegungssensor und so ist ja auch mittlerweile egal. Ja, stimmt. Eigentlich benutzt es keiner, oder? Ja, wenn es eine Quest ist, benutzen wir es, aber... Mittlerweile haben wir so einen guten Geisterriecher. Ja, aber fortgeschritten ist er jetzt echt, also... Ja, fortgeschritten bedeutet, glaube ich, nur, dass sie nicht angreifen kann.
Ja, genau, die ersten 2 Minuten. Aber sie gibt sich schon preis, oder er, oder je nachdem. Gib uns ein Zeichen. Wie heißt sie denn, die Dame? Der Herr, ich weiß nicht. Wow! So, was willst du? Wo bist du? Werde aggressiv und bösartig. Wir haben keine Angst vor dir. Gib uns ein Zeichen. Ich geh mir eben gucken, wie der heißt. Wir sind über deinem Niveau. John Smith. John Smith. Oh, John Smith kann heute nicht kommen zu seiner Junggesellenparty. Ich hab hier unten Brett. Frag mal, wo er ist. Wo bist du? Passiert was? Nö. Wie alt bist du? Wo bist du? Oh, hier hatte ich gerade einen ganz kurzen 12er. 12-12? Ja, da hat's doch gebliebt, oder? Nee. Doch, ich hab doch gerade einen EMF gehört. Nee, hat's nicht. In der Garage bin ich. Hier, 12, 11. Hier. Gib uns ein Zeichen. Ist ein Küchengeist, glaube ich. John Smith. Hier ist was runtergefallen. Ja. 11, 12 Grad hier. Ich möchte auch mal eine Mikrowellencam. Ich mach hier eine. Aber wir haben keinen EMF. John Smith. Ja, jetzt hier. 3. Ich würde sagen, ich habe vorhin aber gerade schon einen EMF gehört. Nee. Klar, meine Luchsohren. Deine deformierten Ohren vielleicht, ja. Ja, ich war halt im Kindergarten im Ringerverein. Jetzt habe ich Blumenkohlohren. Ja. So, Geisterpuppel da direkt, da fliegt sie. Hui. John Smith war ein Prophet. Dumm, 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 dumm. Der hieß aber Joseph Smith, oder? Ja. Fingerabdrücke, nein, Quatsch hier. Geisterorb haben wir. Hast du ein Sprachgerät? Nee, ne? Wo bist du? Hier. K. I. Kitchen. T. C. Und ein H. Und ein E. Und ein N. Bist du hier? Ja klar, er hat ja gerade gesagt, dass er hier ist. Bist du ein Mann? Fragt auf das Brett. Bist du ein Kind? Adult. Adult, hat er gesagt. Adult. Adult. I'm adult. I'm adult. Adult ist mein Lieblingskatzenfutter. Er hat hinter mir die Tür zugeknallt. Echt jetzt? Ja. Krass. Okay, wir haben a Puppel und a Box. A Puppel und a Box. Poltergeist, Gin, Mare. Gin wäre aber so 5er EMF. Das wäre so ein 5er EMF Spleech. Guck mal, der huntet. Hä? Nee, der huntet der, nicht. Der hat aber ganz kurz. Aber dann war keiner mehr im Haus, hat er sich gedacht, ja gut, da füllen wir jetzt aber auch nicht mehr die Tür auf. Da haben wir jetzt aber die Party, du. Da machen wir keine Party. EMF piepst aus. Aber piepst ja auch auf 5. Nein. Dann leg mal ein Buch nahe. Schreibe in das Buch. Wie alt bist du? Was war das? Alter, das Brett ausgemacht, das Licht angemacht und hat über Morsezeichen mir ein kleines Fuck you gegeben. Joseph Smith. Ich meine natürlich John Smith. Fingerabdruck, gewonnen. Wo? Hier an der Tür. Gibbon. Hier an der Kellertür. Hat ein Gibbon gefunden. Gibt's eigentlich noch einen Knuppel oder sowas? Hast du die Tür zugemacht? Ich habe keine Türen bewegt, nein. Er geht einfach durch eine Tür durch.
Hä? Bei mir war die offen. Bei mir war die zu. Erzähl doch keinen Schmuh. Also, ist ein Gibbon oder was da drin? Ein Gibbon Ghost. Ein Gibbon Geist. Fingerabdrücke. Räuchern kannst du noch machen. Und ein Sensor. Ein Räuchersensor. Smokies? Nimm noch Salz. Ach ne, Salz geht ja nicht mehr, ne? Nee, Salz ist ja nicht mehr possible. Possibla. John Smith. Werde wütend, John Smith. John Smith, wie alt bist du? Wer bist du? Sag uns deinen Namen. Die steht da auf der Tafel. Immer da schon wieder alles so. Duft. Wo bist du? Er schreibt nochmal Kitchen. Irgendwie ist das einzige Wort, das er schreiben kann. Ja. Küche. Ich kann nur Küche. Küche. Okay, wir haben jetzt Räucherstäbchen, haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch einen Bewegungssensor eigentlich. Ja, hab ich reingehangen. Aber er hat gesagt, nee. Ich bin wie Catherine Zeta-Jones. Ich tanze unter den Lasern durch. Ja. Aber jetzt ist mein Geisteszustand schon wieder sehr niedrig. Ich bin ein sehr niedriges geistliches Niveau. Na, hier sind ja noch Schwengelgolds. Die gönne ich mir mal schnell. So, Bewegungssensor haben wir auch. Echt? Okay, dann muss ich ja gleich raus. So, was ist das jetzt hier? Ein Polti. Polterschweiß. Alter Polterschweiß für alte Männer. Polterschweiß Beste. Die mit dem Salz. Polterschweiß Beste. Die mit der leckeren Salzkruste. Mm. Wow. Ja, gut. Huni haben wir gemacht mit einem Polterschweiß. Schön, schön, ein 100er Polterschweiß ist doch nice. Aber irgendwie komisch, den wir nicht erratet haben, war der wertvollste. Der war der wertvollste, ja. Was wäre der wohl wert gewesen, wenn wir den goldenen Geist, der goldene Geist, der goldene Dachbodengeist. Ja, ist nicht so einfach auf dem Dachboden Geister zu finden. Das ist das Expertenmodus Deluxe. So, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da, danke fürs Zusehen und tschö. Tingeling.